Hallihallo, Hallöchen und ein herzliches Willkommen zurück zu My Time at Porsche. Ja, gerade haben wir dort in dem Tunnel, der ja gerade gebaut wird, ein Riesenerlebnis gehabt. Und zwar gab es da ein Erdbeben. Das wurde ausgelöst von einer Maschine aus der Vergangenheit. Einer KI aus der Vergangenheit irgendwie. Und die haben wir gerade besiegt und sind jetzt auf dem Weg, den Handelsauftrag abzugeben, den wir noch haben mit den 5 Holzbrettern. Ja, und auf diesem Weg befinden wir uns gerade. Dorthin. Ich habe leider keine Töfterfaltestelle, die ich benutzen kann, in der Nähe, weil dieser Weg ist sehr lang. Aber wir haben jetzt hier auch den Hammer der Ziviltruppe. Ich habe eigentlich fest damit gerechnet, dass die uns jetzt in der Ziviltruppe aufnehmen. Aber das ist noch nicht passiert. Mal gucken, ob das irgendwann nochmal passiert. Weil wir haben uns eigentlich ganz gut geschlagen, finde ich. Sind nur einmal gestorben. Aber das kann man ja auch verheimlichen. Sagen wir einfach so, wir haben uns ganz gut geschlagen. Wir haben den gut besiegt, den Boss. Und mehr erzählen wir einfach nicht, finde ich. Aber wir haben ja schon so oft der Ziviltruppe geholfen. Und deswegen verstehe ich tatsächlich nicht, warum die uns noch nicht aufnehmen. Ich wollte den Handelsauftrag abgeben. Schlecht. Hier ist dein Lohn, danke. Ja. Was war das? Hier irgendwo muss noch deine Töfterfeldestelle sein, da. Ich wollte jetzt irgendwie hier hin. Dann nehmen wir mal die hier. Ja, das Töfter braucht am Anfang mal ein bisschen, bis das da ist. So. Aber trotzdem ist das nicht so lange, als wenn wir da hingelaufen wären. Vor allem, weil wir ja immer noch kein Pferd haben. So, hier vorne. Irgendwie hieß das hier mit undichtes Dach und so. Gucken wir uns das mal an. Presley. I'm looking forward to the completion of South Block. I think it will be a big boon to our economy. Ja, aber da, das undichte Dach. Spot on the roof. Can you take a look when you have the time? Ja, klar. Machen wir. Hätte da Lehm, Wärmodile. Ja, das kriegen wir hin. So, was haben wir hier noch? Holzsäulen. Nehmen wir einfach mal an, das wird schon irgendwie gut gehen. Schreibtischlampen. Okay. Jetzt haben wir hier 2 Kissen. Eimer. Ich mache hier mal die Schreibtischlampe, ne? Warte mal. Oh nein. Oh. Ja. Oder auch nicht. Jetzt habe ich aus Versehen die Kissen angenommen. Gut. Ich möchte immer noch mal gucken. Sind wir immer noch auf Platz 1? Ja, sind wir noch. Aber er ist uns ganz dicht auf den Fersen. Der Higgins natürlich wieder. Ich bin gespannt, wie das dieses Jahr ausgehen wird. Aber diesmal haben wir tatsächlich eine reelle Chance. Letztes Jahr eher nicht so. So. Erhärteter Lehm-Marmordiele. Was brauchen wir dafür? Erhärteter Lehm machen wir, glaube ich, hier drin. Erhärteter Lehm. Tanken noch einmal auf. Warte mal, wie viel brauchen wir denn? Einen, ne? Ja. So. Haben wir das. Und Marmordiele. Das glaube ich hier mit. Und dann eine. Haben wir. Wir haben eine Marmordiele. Aber wo? Hier? Dort? Da. Okay. Was ist das? Große Bohrerspritze. Spitze. Diamant. Ein gepolsterter Hocker. Okay. So, ich mache erstmal das hin. Dann mache ich... Oh, sehr schön. Wir haben wieder Schleim. So, hier kommen die ganzen...
Oder Salpeter? Aprikosen, Gemälde. Okay. Das. Und ich glaube, das war's soweit. Stoffe. Was ist das hier? Stoff. Stoff kommt zu Stoffe, das ist okay. Ja, so, da ist nichts. Rumpelkiste. Wir haben auf jeden Fall das. Schleim hatten wir, glaube ich, auch immer in der Rumpelkiste. Ich bin der Meinung, ja. Die Bohrerspritze machen wir. Spitze. Spritze. Ich immer mal mit meiner Spritze. Die machen auch mal in die Rumpelkiste. Ja, den Diamanten, ne? Wo machen wir den denn hin? Packen wir auch erstmal in die Rumpelkiste. Ja, Chip. Einfache Schaltkreise. Ruinen 1. Mal das und das. Und Motoren. What? Zack. Sehr gut. Und den auch noch. Ich glaube, das Harz, genau, das haben wir auch hier in den Rumpelkisten. Die Marmordiele brauchen wir. Dann haben wir hier noch feines Fell. Das ist auf jeden Fall bei... nee. Nein, nein, nein. Stoff. Ja, was machen wir denn da denn? Wird für Speisen verwendet. Also Lebensmittel. Das lassen wir auch mal in der Kiste. Also bei uns in der Tasche. Genauso wie das. Und den kleinen Silikonchip, den haben wir... Ruine 1. Nee, warte mal. Den haben wir. Wo haben wir den denn? 7. So war das. So, haben wir das? Das ist okay. Er hatte den Lehm. Dauert noch ein bisschen. Holzsäule, ja. Wie machen wir das denn? So, guck mal hier. Ist das ein Brückenturm? Die Holzsäule. Ja, die wollte ich eigentlich nicht bauen. Beziehungsweise doch, die wollte ich bauen. Ja, da haben wir... Haben wir nicht da? Ich wollte die Kissen nicht machen. So war das. Stimmt. So. Holzsäule. Okay. Rappelholz. Das haben wir natürlich noch nicht. Kissen. Baumwolle. Davon brauchen wir richtig viel. Von der Baumwolle. Da gehen wir am besten in die Stadt zum Einkaufen. Nehme erstmal noch das mit. Ja, Pappelholz. Wo kriegen wir das jetzt her? Kriegen wir das jetzt her? Das frage ich mich sehr. Ich glaube, das war nicht hier, sondern das war das Bekleidungsgeschäft, ne? Hier. Da brauchen wir Baumwolle. Da ist Baumwolle. Kaufen wir einfach mal 10 Stück. Einfache Axt. Nö, das haben wir ja alles schon. War hier nicht eben noch irgendwas? Nicht eben noch irgendwie ein Auftrag da? Ach, das undichte Dach. Ja, das können wir noch nicht machen. Beziehungsweise noch nicht fertigstellen. Dafür brauchen wir noch den erhärteten Lehm.
Aber das sollte jetzt nicht das Problem sein. Das kriegen wir, glaube ich, hin. Aber Holzsäule, das ist halt im Moment mein Problem. Aber ich glaube, da kümmern wir uns morgen drum, wo wir das Pappelholz herkriegen. Achso, ein Kissen kann ich vielleicht sogar schon zwei machen. Eins kann ich machen. Ja. Ärgerlich, dann müssen wir morgen nochmal neue Baumwolle kaufen. Erhärteter Lehm. Ist fertig. Weißt du was, das machen wir alles morgen in Ruhe. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal schlafen. Dann geht's uns auch wieder gut. So, guten Morgen. Erhärteter Lehm haben wir jetzt. Wir haben alles soweit. Achso, ich habe gedacht, hier kommt wieder eine Filmsequenz. Aber nein. Was ist hier los? Und da war, lieber Handwerker Juna, mir wurde die Aufgabe zuteil, einige Pappeln südlich vom zukünftigen Südblock zu pflanzen, damit der Sand nicht in die neue Stadt weht. Da ich die Bäume nicht direkt in den Sand pflanzen kann, jedenfalls nicht, ohne dass sie sterben, pflanze ich die Setzlinge zuerst in der Baumschule. Ich beauftrage dich damit, mehrere spezielle Pflanzkästen zu fertigen, damit wir die ausgewachsenen Bäume darin aufbewahren und sie dann in die Wüste aufstellen können. Ich habe die Anleitung für den Arbeitstisch unten angehängt. Ich habe sie mit Edit entworfen. Ich schaue in einer Woche vorbei und gebe dir dann die Bäume. Wenn sie etwas gewachsen sind, danke. Aber okay. Lieber Handwerker, es tut mir leid, aber könntest du zu mir kommen, wenn du Zeit hast? Ich möchte, dass du schnell etwas für mich baust. Carol. Ja, okay. Also es wird hier richtig spannend, du. Hier ist ja richtig was zu tun. So, erstmal. Was ist hier? Oh, warte. Ah, ich will hier nicht rein. Ja, nee, da wollte ich ja nicht rein. Na, egal. Da läuft auch wieder ein Ausrufezeichen rum. So, dann haben wir das. So, dann gehen wir hier mal schnell rein und gucken mal, was das Ausrufezeichen von uns wollte. Ah. Oh, it's just you. Look, I'm not feeling all that social today. Actually, to be honest, I'm in a pretty bad situation. Okay, kann ich helfen? I just got back from a business trip in Sandrock. While I was there, I went to a cafe. It had great dessert tea and cute waitresses. It was the perfect place for me. Until something terrible happened. I overheard one of the girls laughing about my outfit. Oh Gott. This may come as a surprise to you, but I care a lot about my appearance. I try to be humble about it, but after this, I feel pretty low. I was wondering if you could maybe see what other people around town think about my style? I can do that. Ja. Do you want me to ask everybody? No, no, that's not necessary. Anybody will do. Two random people, off the top of my head, maybe Phyllis and Sonia? That's not random at all. Okay. Haben wir das? Da vorne läuft noch ein Ausrufezeichen. Warte. Warte doch mal kurz. Hello. So. Trainingskumpels. Want to spar with me? I heard you can handle yourself quite well. Wieso? Why? We're a frontier town, that's why. All right then, let's begin. Don't hold back on me now. Okay. Oh nö. Oh, Sam hat noch nicht angefangen. Oh, Sam ist sogar ein Level schlechter als ich. Ah. Ah, Mann. Hat mich doch erwischt.
Ja, das verlieren wir, das Ding. Ja, super. Du bist zu jung. Ja, danke. That was quite the workout. You sure know how to fight, Sam. Same goes for you. I wasn't disappointed. Thanks for taking time out of your day to spar with me. To be honest, I always have to be training, so I can keep up with Arlo and Remy. They're freaks of nature. Okay, so, dann haben wir das. Mit Sam trainieren haben wir. Jetzt müssen wir mit Presley reden. Der befindet sich bestimmt hier drin, oder? Nein. So, können wir einen neuen Auftrag machen? Kupferplatten. Ja. Ah, nee, kann ich leider nicht. Gut, schade. Ich habe gedacht, es ist nur einmal am Tag. Aber anscheinend müssen wir tatsächlich die alten Aufträge erstmal fertig haben. So. Dann gucken wir mal. Presley reden. Achso, hier ist Sonja. Hallo there! What's that? You want to gossip about Albert? You came to the right girl. Albert's not a bad-looking guy by any means, but he lacks the elegance of a man like Django. A&G Construction seems like a successful business, so I don't know why Albert dresses so normally. You should... Okay. Und dann ansonsten... Hallo, Egg. Ansonsten gucken wir mal hier... Ach, da mit Carol. Und zu Carol sollten wir auch... I'm sorry for asking you to come all this way, but I have a commission for you. You see, I was teaching Molly how to sew the other day, and the sewing machine broke partway through. It wasn't her fault. The machine was hundreds of years old anyway. How am I to keep up with the demand without a sewing machine? Can you be a dear and help me fix it? Na klar. Ah, thank you. I had Petra come over and take a look. She said that a cap setter thing in the machine's broken. Do you know what that is? No idea. Nö. Maybe I'll go ask her. So. Haben wir das? Petra, ja, ist hier. Möchte bestimmt wieder Datendisk haben. So wie immer. Kennen wir ja schon. Hallo, Petra. Carol's sewing machine? It's totaled. You can forget about fixing it. The model she had was really advanced, as it uses things like silicone chips and capacitors. We don't know. I can help you research a sewing machine that we can actually make. I just need you to bring me 5 data disks. You know what to do by now. Chop, chop. I just got a letter from a colleague of mine in Vega 5. They think once the new road to Sandrock is complete, they can finally go modernize that backwater town. I've never been to Sandrock. Is it that backward? Keine Ahnung, das weiß ich nicht. Ich war auch noch nie in Sandrock. Also kann man keinen Vergleich ziehen. So. Das ist undichte Dach. Wir gehen mal hier hin. Weil da vorne wäre auch noch... Naja, egal. Aber das ist bestimmt nur Petra, der ich die Datendisk vorbeibringen soll. Und ich habe noch keine Datendisk. Ärgerlich. So, gucken wir mal hier. Da, Mr. Presley. Thank you for your help. I can finally just concentrate on work. Ja, bitte. So, wir sind ganz schön gut dabei hier, ne? Ach so, Baumwolle brauchen wir noch. Stimmt, die müssen wir noch mal kaufen. Das war etwas, was wir heute noch erledigen müssen. Unbedingt. Na, Heck. Ich schub's nicht, schub's nicht. Keine Sorge. So, weil ich kann jetzt so schnell keine Baumwolle tatsächlich anpflanzen. Deswegen kaufen wir einfach mal die ganzen 10 Stück. Ach so, und das brauchen wir. Haben wir jetzt erlernt.
Warte mal, wie viele Missionen haben wir jetzt eigentlich? Das. Willis Datendisk, okay. Mit Willis reden, die ist in der Regel oben beim Doktor. Ich hätte immer noch gerne ein Pferd, wenn ich der Alo so vorbeireiten sehe. Noch weiter hoch, glaube ich, ne? Ja. So. Und hier sollte Phyllis sein. Ja, ist sie auch? You want to know what I think of Albert's appearance? Sure, I don't mind a little bit of gossip. Albert seems to keep himself well-groomed, but his fashion isn't for me. It's a little too frontier. You either go rugged like Arlo or classy like Gust. Guys like Albert are just playing it too safe. Okay. If you're truly going to build a new town called South Block, they'll be needing a doctor there, right? Maybe that'll be my chance to shine. Okay. Haben wir erledigt. Das heißt, wir können jetzt wieder fragen gehen. Nicht fragen gehen. Ja, endlich seine Antwort auf seine Frage, also eine Antwort auf seine Frage geben. So. Ist er noch hier? Nö. Was ist hier? Ist das hier drinne vielleicht? Ist er gerade zum Mittag? Jo, ist er. Neither of them are too impressed either, huh? That is terrible news. But I guess that waitress in Sandrock was doing me a favor in her own way. A charming bachelor like me can't walk around not knowing what people think of him. That's like building a house on a poor foundation. And I know better than that, at least. Thanks for running around for my sake, though. Here's a little something for your trouble. Maybe I should go have a talk with Carol. So, dann haben wir das. You finally fixed the roof. Thank you so much. The draft was causing my hair to go sideways. Okay. I think we'll be getting a lot more commissions now that the bridge is complete. We used to have to transport everything west to the main road, but now we can move goods directly east through the desert. Okay. Gut. Ich wollte noch mal schnacken, ob wir hier ein Rezept kriegen. Ja, natürlich nicht. Dann gehen wir halt mal raus und gucken, was da noch so läuft. Ich glaube, das Kissen könnten wir noch fertigstellen. Kissen. So. Oh. Das ist abgeschlossen. Dann haben wir hier. Achso, die, der isolierte Pflanzkasten. Großer Pflanzkasten, kultivierte Erde. Schleim. Okay, ein Kissen können wir bauen. Bestätigen. Holzsäule, da brauchen wir Pappelholz für. Ich weiß nicht, ob wir das schon bauen können, keine Ahnung. Aber ich gebe erstmal Kissen ab. Karte. Oh, guck mal, ich wäre jetzt in die völlig falsche Richtung gelaufen. Zum Glück gucke ich nochmal auf die Map. Und immer noch bin ich dafür, dass wir uns irgendwann fährt. So, wo ist er denn jetzt hin? Drüben, okay. Anscheinend. Da. Da läuft er. Machen wir uns auf den Weg?
steht da im Wasser und angelt. Okay, alles klar. Supposedly, there are a few good fishing spots off the coast in Eufaula Desert. I've never tried it though. Okay, aber das wollte ich nicht. Ich wollte mit dem Handelsauftrag. Oder dir den Handelsauftrag geben. So. Dann haben wir das erledigt. Dann brauchen wir noch einen isolierten Pflanzkasten und Holzsäulen. Aber auch das kriegen wir noch hin. Da bin ich guter Dinge. So. Aber ich gehe jetzt einfach mal um 16 Uhr schon ins Bett. So, und sag erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Und ich sag Tschüss.